Herzlich willkommen auf der Testlaser und heute möchte ich euch einen Chronographen zeigen. Es handelt sich hier um ein etwas günstigeres Modell. Im Bereich Airsoft wird dieses gerne eingesetzt oder wurde dieses Gerät halt eben gebaut. Und zwar handelt es sich hier um den AC6000BT. Das BT steht für Bluetooth und das Ganze ist kompatibel mit iOS und Android. Und ja, das ist ein Chronograph, hier in der etwas günstigeren Version, also jetzt allgemein von Chronographen. Und es gibt ja auch verschiedene Chronographen in verschiedenen Preiskategorien. Und ich sag jetzt mal, für Luftdruckwaffen wird meistens der übliche Chronograph benutzt, den blende ich hier mal gerade ein. Der liegt so zwischen 170 Euro. Teilweise kriegt man im Angebot für 150, habe ich aber bis jetzt nicht gehabt oder noch nicht gesehen. Und ansonsten bieten verschiedene Läden ihn für 170 bis 200 Euro an. Man kann ihn auch aus Fernost kaufen, aber da ist mir das Risiko einfach zu groß, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Und ein Chronograph ist eigentlich, ja, ein Chronograph kann eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen, denn er liest per Lichtschranke einen Punkt zum anderen und dadurch misst er die Geschwindigkeit, den Abstand und. Und eigentlich funktionieren sie alle gleich. Den wir hier jetzt haben, der ist eigentlich für Softwares gemacht. Wie gesagt, wir haben das AC6000BT-Modell. Es gibt noch den AC5000, glaube ich, ist das. Der wäre noch ein Tick günstiger. Der liegt dann so bei 50 Euro. Das gute Stück hier liegt so, wenn es nicht gerade im Angebot ist, knapp bei 100. Teilweise auch drunter. Wenn er im Angebot ist, kriegt den so für 80. Und den habe ich hier für 80 geschossen. Also ziemlich günstig. Wie gesagt, müsst ihr Glück haben. Dann gibt es das Gerät auch noch als ganz normales AC6000 MK2. Dann gibt es das Gerät auch noch in verschiedenen Qualitätsstufen. Ja, man könnte sagen, die Leute, die das Gerät entwickelt haben, kennen sich gut aus. Da sind viele Leute, die das Gerät entwickelt haben, die viel mit Chronographen zu tun haben. Und daher habe ich mich auch für das Gerät hier entschieden. Wir packen das Ganze mal aus. Hier haben wir ein USB-Mikro, also noch ein altes USB-Mikro-Kabel auf USB. Dann fand ich sehr schön, war hier einmal eine Folie, die habe ich schon eingesetzt. Da sind hier zwei Anleitungen mit dazu, einmal in Englisch, einmal auf Chinesisch, wie man das anbringen soll. Das habe ich schon gemacht. Damit kann man die Sensoren, die in dem Gerät sind, schützen. Das Ganze ist hier so eingepackt in so einer Blisterverpackung und das Gerät ist aus Kunststoff, macht einen okay Eindruck. Wir haben hier Gummifüße unten dran, das ist aber kein billiges Kunststoff, es ist so ein etwas festeres Kunststoff, also es wirkt nicht billig, es wirkt sehr wertig. Wir haben hier vorne, der Part hier vorne ist aber aus Alu, ich zeige das mal eben kurz anhand mit einem Schraubenzieher. Das sind Alu-Parts, das ist Kunststoff. Kunststoff, alles Kunststoff, aber der Part hier vorne und der Einlass bis hierhin ist komplett aus Aluminium gefertigt. Und somit, wenn man hier mal aus Versehen daneben schießt, landet das hier auf dem Alu-Ring. Wenn ihr da außen rum schießt, ist hier natürlich die Scheibe, die ist noch geschützt mit einer Folie. Ich lasse die auch drauf. Ich will das Ding für die CO2- und Luftdruckgewehre benutzen. Und dafür habe ich auch die Folie reingesetzt. Die Folie könnt ihr hier sehen. Die ist hier drinne. Die kommt hier reingeschoben. Wir sehen hier in dem Gerät, vielleicht kann man es durch die Kamera sehen, einmal hier einen Schlitz und einmal hier vorne einen Schlitz. Da misst er die Geschwindigkeit des Projektils, was hier durchfliegt, mit 12 Sensoren. Das heißt, wir haben hier 12 Sensoren, dass wir einen Fehlschuss haben, kommt immer mal vor. Aber bei 12 Sensoren ist es eher gering. Das günstigere Modell hat nur 6 Sensoren. Und das ist ein bisschen hochpreisiger. Ja, wie gesagt, die Sensoren habe ich geschützt, weil ich ja mit CO2 und Luftdruck schießen möchte und hier die Öffnungen offen sind und diese Folie schützt das halt. Die Folie ist aber nicht dafür vorgesehen. Die Folie ist dafür vorgesehen, dass es gibt zum Beispiel verschiedene Spielzeuge, auch Spielzeugblaster, die so Wasserkugeln verschießen. Ich kenne den genauen Namen dafür nicht. Und
die kann man hier auch benutzen und damit einfach keine Feuchtigkeit oder Wasser in diese Rillen reinkommt, haben sie dieses Schutz reingemacht. Das steht zumindest hier auf der englischen Anleitung so. Und zwar hier steht es, bla bla bla, vor Gelblaster, also diese Gelkugeln, soll man das benutzen für normale Babysoft und braucht man es nicht. Ja. Auf jeden Fall war die damit bei, fand ich richtig gut, top, muss ich sagen. Dann das Ladekabel, wie gesagt, das Ladekabel ist gleichzeitig auch das Betriebskabel. Das heißt, ihr könnt dieses Kabel auch benutzen, um die Bank zum Beispiel mit einer Powerbank zu betreiben. Ansonsten ist hier mit bei, was sehr selten ist, ein 18650er Lipo gewesen oder Lithium-Ionen-Akku mit 2200 mAh, so wie ich das gelesen habe. Das Ganze wurde hier nochmal mit so einem Kunststoff gesichert. Der Akku war komplett entleert auf 3,6 Volt. Ich habe ihn dann aufgeladen. Nicht im Gerät, weil das dauert einfach zu lange. Ich habe den Akku extern geladen. Man kann aber mit dem mitgelieferten Kabel den Akku auch intern laden oder, wie gesagt, damit betreiben, dauerhaft. Das ist kein Problem. Die Verarbeitung der Klappe ist auch gut. Also das wirkt nicht billig. Ihr hört das auch anhand des Kunststoffs. Es gibt einmal diese Kategorie Billig-Kunststoff und Billig-Gehäuse. Das wirkt sehr massiv. Auch wenn es aus Kunststoff ist, wirkt es aber trotzdem hochwertig. Wir haben Metallgewinde, ganz normales, stinknormales Stativ-Metallgewinde. Damit können wir den Chronographen hinstellen und neigen. Und wenn wir mit der Pistole da reinschießen, können wir den schräg halten. Gut, das haben wir zum Gerät. Wie gesagt, wirkt durch das Kunststoff nicht günstig, auch nicht billig, muss ich sagen. Wirkt wirklich in Ordnung. Ich lege mal hier so den Karton, stehe ich mal hier so hin. Schalten wir das Gerät mal ein. Bevor wir das Gerät einschalten, einmal noch kurz was zur Bedienungsanleitung. Hier hinten haben wir einmal die Möglichkeit, die App fürs Telefon runterzuladen. Zeige ich euch auch gleich noch. Dann haben wir verschiedene Sprachen, wie ihr seht. Chinesisch, Englisch, Japanisch und Deutsch. Wir haben hier also auch eine deutsche Anleitung. Und ich muss sagen, die deutsche Anleitung ist von der Übersetzung her wirklich okay. Man merkt, dass es übersetzt worden ist. Aber hier seht ihr nochmal die Funktion. Einmal den AC6000 MK2, der hat zum Beispiel kein Bluetooth. Dann haben wir den AC6000 BT, den haben wir ja jetzt hier. Da seht ihr auch, dass das die Messsonde der Geschwindigkeit aus Plastik. Und bei dem AC6000 BT Luxus zum Beispiel ist es aus Aluminium. Softkarton heißt, ihr habt so eine kleine Tasche, wo ihr den reinpacken könnt. Kann man aber auch noch nachträglich kaufen. Ist bei der Luxus-Variante mit dabei, bei den anderen beiden Geräten nicht. Wie gesagt, es gibt ja dann auch noch eine Nummer drunter. Aber hier, die Anleitung gilt wohl für alle drei, für alle drei Geräte. Und dann haben wir hier so die ganzen Aufklärungen, was ist, wie man was einstellt, wie man durchs Menü geht. Hier unten seht ihr das Zubehör. Das ist dieser Koffer. Den kann man nachkaufen. Werde ich eventuell sogar machen, weil so ein Kroni mit, ich finde schon 80 Euro bzw. 100 Euro schon ziemlich teuer. Und zum Schutz packe ich ihn jetzt immer in den Karton, aber ich werde mir die Tasche wohl noch besorgen. Was ich schade finde bei so welchen Geräten, dass die noch nicht auf USB-C sind und immer noch mit Micro-USB sind. Das werde ich hier vielleicht später umbauen auf USB-C sogar. Im Gerät ausgestattet, 18650. Finde ich gut. Bei manchen Geräten oder manche Leute oder manche Versandhäuser, wie ich schon sage, manche Läden verkaufen das Gerät ohne 18650, weil es so eine Bestimmung gibt, wenn man einen Akku mitversendet, muss man so bestimmte Kriterien eingehen. Und das Gerät habe ich einfach über Amazon. Und Amazon ist einfach diesen Schritt umgangen. Ja. Es war jetzt kein Batterieaufkleber oder sonstiges auf dem Karton. Eigentlich muss das aber. Ja, und deswegen nehmen die meisten Händler den Akku raus, damit sie diese Richtlinie nicht haben. Genau. Hier war aber jetzt, wie gesagt, einer drinne. Hier ist die App, die wir uns runterladen können. Und in der App können wir alles Mögliche machen. Wir können einmal die ganzen Schussergebnisse anzeigen. Wir können alles umstellen. Wir können die BB und auch die Geschwindigkeit, beziehungsweise das Geschoss, die Größe und das Gewicht einstellen in der App. Können wir aber auch alles am Gerät. Wir können das abspeichern und zu den abgespeicherten Sachen auch noch einen Namen geben. Das heißt, für mich praktisch, diese BT, eigentlich brauche ich das nicht, aber ich finde es in der Hinsicht praktisch, dass wenn man verschiedene Diabolos testen möchte, kann man den verschiedenen Diabolos einen Namen geben und hat die Testergebnisse für sein Gewehr hier abgespeichert auf der App. Finde ich ganz gut. Ja, außerdem wird das alles auf der App gespeichert, bei dem Gerät selber.
Solange das Gerät an ist, ist es gespeichert. Sobald ihr das Gerät neu startet, ist alles weg. Und das war's. Ich habe nicht geguckt, ob man das Gerät am PC anschließen kann. Interessiert mich in der Hinsicht aber auch nicht. Ist, glaube ich, aber nicht möglich bei dem Gerät. Genau. Gucken wir uns jetzt endlich das Gerät nach 11 Minuten Blabla an. Wahnsinn. So, ich zoome mal ein bisschen näher ran. Ihr guckt nochmal euch das Gerät einmal komplett an. So ist die Verarbeitung. Wie gesagt, Kunststoff, aber wirklich billig. Aluminiumpart geht ziemlich weit rein. Und hier ist das OLED-Display. Wir schalten das Ganze ein. Und ich hoffe, dass es auf der Kamera jetzt nicht flackert. Tut es aber leicht, sehe ich im Bildschirm. Aber ist nicht schlimm. Wir haben hier einmal das erste Fenster, da haben wir einmal die Joule-Angabe, dann J-CM, keine Ahnung, habe ich mich nicht informiert. Dann haben wir einmal die Armor, was wir einstellen können, RPM und einmal M-S, also die Geschwindigkeit. Mit einem Programm könnt ihr das auch, oder ihr könnt das auch einfach ausrechnen und dann in kmh. Dann gehen wir auf die zweite Tabelle. Hier wird alles aufgelistet. Nach und nach, dann den Max, den Minimum und den Durchschnittswert. Und hier kommen wir jetzt ins Menü, da sehen wir oben einmal die Batterie. Sobald wir Bluetooth machen, taucht da oben auch ein Bluetooth-Symbol auf, zeige ich euch dann auch noch. Wir gehen einmal ins Armor-Menü und dann können wir hier durchklicken. Ihr seht immer aktuell, was aktiviert ist, dann steht, da ist ein Pfeil hinter. Wenn ich jetzt die 4 will, dann taucht da bei der 4 der Wert auf. Glaube ich, ist so. Moment. Wie war denn das? Ah, so. Einfach mit dem Taster drücken. Das heißt, wenn ihr das jeweilige, den jeweiligen Schuss haben möchtet, wählt ihr einfach so aus und drückt dann. Nochmal drücken war dann hier reinzukommen. Genau. Und hier könnt ihr dann alles umstellen. Das ist jetzt hier das Gewicht. Ihr seht, wir können hier bis 9 gehen. Das heißt, wir können hier 9,9999 einstellen vom Gewicht her, um das einmal zu zeigen. Ja, aber wir in dem Diabolo-Bereich und auch in dem Software-Bereich sind wir meistens in dem Bereich von Software-Kugeln sind wir so bei 2 Gramm und bei BBs oder Diabolos sind wir so bei 45 bis 60 Gramm. Und das können wir ja alles einstellen, wie ihr seht. Dann können wir auch die Geschossgröße einstellen. 7 können runtergehen bis auf 1, können sogar auf 0 und hier hinten in unter Millisekunden einstellen, Millimetergröße. Also sehr gut gemacht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig stark. Also können wir ja, es ist ganz wichtig, dass man hier das Gewicht und die Größe des Geschosses einstellt, weil dadurch wird nur die richtige Geschwindigkeit ermessen. Das werde ich euch aber auch gleich noch zeigen, wieso das so eine wichtige Rolle spielt. So, wir bleiben mal hier bei 0,2 Gramm, gehen wieder raus. Dann können wir die Unit einstellen. Hier können wir zum Beispiel RPM oder halt RPS einstellen. Hier können wir den Speed im MS oder in FT-S einstellen. Hier können wir Gramm oder Grain einstellen und hier Energy Joule oder FTLB. So, dann haben wir hier einmal die APO, damit können wir einstellen, wie lange das Gerät im Batteriemodus anbleiben soll, 30 Minuten, dann geht das Display aus und hier über USB, ob das Gerät auch abschalten soll, das könnt ihr dann entscheiden mit On oder Off. Ich habe Off gemacht, weil wenn das Gerät über Kabel betrieben wird, muss es nicht unbedingt ausgehen oder beziehungsweise muss das Gerät sich nicht abschalten. Dann haben wir noch die Brightness, da können wir noch einstellen, ob heller oder dunkler. Maximal ist 10 und Minimum ist halt eben 0. Dann seht ihr das. Ich habe Diffo gemacht, weil ich finde, 6 ist absolut in Ordnung. So, und dann können wir das Ganze noch resetten. Wenn wir hier drauf gehen, können wir aber noch gucken, wie die Kalibration ist. Das heißt, wir können das Ganze auch kalibrieren. Ich habe das Gerät jetzt einfach so, ich lasse das einfach so, wie es ist. Und das war's. Ja, das war so grob das Menü. Und jetzt probieren wir das Gerät mal aus. Als Test habe ich hier einen Kugelfang mit einem Tuch drin. Das Gerät werde ich kurz so aufbauen für euch. So leicht schräg, dass ihr das auch noch sehen könnt. Und dann hole ich auch noch das Handy mit dazu. Das mache ich jetzt eben mal kurz. Wir gehen in die App rein und für die App müssen wir einmal Bluetooth und einmal Ortung anmachen. Keine Ahnung warum. Möchte er halt haben, habe ich jetzt eingeschaltet.
Jetzt hat er sofort das Gerät gefunden. Ihr seht in dem Gerät noch nichts. Jetzt klicke ich hier drauf und dann seht ihr hier im Gerät sofort das Bluetooth-Zeichen und wir sind sofort verbunden. Also das geht wirklich extrem schnell. In der App selber kann ich auch noch mal kurz zeigen, ganz schnell können wir hier einmal RPM und RPS einstellen. MS, also wir können das hier nochmal alles umstellen, nochmal ganz gut gemacht. Dann können wir hier unsere Armor auswählen, die wir wollen. Können hier einfach per Knopfdruck. Und ihr seht dann auch immer im Gerät, dass sich das denn ändert. Und zwar instant. Also wirklich gut gemacht. Wenn wir jetzt hier auf RPM sind, dann seht ihr, wenn ich jetzt hier umschalte, dann müsste sich das hier früher oder später auch umschalten. Tut es das vielleicht während des Tests? Eventuell. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stellen wir das jetzt wieder so ein, wie ich will. Dann können wir hier noch Munitionseinstellungen machen. Hier können wir nochmal alles einstellen. Finde ich auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Also wirklich top. Dann aktualisieren auf Firmware. Gucken wir mal kurz. Wir haben die aktuelle Firmware drauf. Alles auf zurücksetzen. Nein. Und hier sehen wir die Firmware drinne. Dann können wir hier unten auf Save, drücken, auf Löschen und hier können wir uns noch so Diagramme anzeigen lassen. Da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Ja, und das war es dann eigentlich auch so im Großen und Ganzen. Ich will nicht zu viel schnacken. Ich werde das Handy hier auch stehen lassen zum Bestaunen. Und dann könnt ihr hier auf dem Handy immer betrachten, wie das alles ja auch angezeigt wird. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich hatte leider kein kleineres Stativ. Was soll's. Als Test habe ich hier eine Airsoft natürlich dafür auch extra geholt. Wir werden das Ganze aber auch noch, mit den CO2-Waffen testen, ob das funktioniert. Als Test kommt jetzt hier eine P99 zum Einsatz mit Airsoft-Kugeln. Joule-Angabe sind hier vom Hersteller auf der Pistole 0,5 Joule. Das geschossen wird mit den Walter BBs, das sind 6 mm mit 2 Gramm. Natürlich können die Kugeln sich unterscheiden. Wir machen 5 Schuss, um ein korrektes Messergebnis zu bekommen. Und legen los. Dafür muss ich mir was einfallen lassen. Der erste Schuss war mit 0,57 Joule und einer M-S-Geschwindigkeit von 75,2. Wir können das hier auch alles auf dem Handy nochmal direkt sehen. Joule-Angabe und. Die RPM macht er hier nicht, ist wohl ihm zu langsam. 2, 3, 4 und ein bisschen weiter weg, 5. Das waren 5 Schuss. Wir sehen, die 5 Schuss werden hier auch angezeigt. Die Waffe ist ein bisschen drüber, über den 0,5 Joule. Ich zoome mal ein bisschen ran, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Und dann sehen wir hier einmal auf der Handy-App die Daten, aber auch hier auf dem Gerät. Wenn wir jetzt hier einen weitergehen, dann sehen wir hier auch die richtigen Aufgelistungen. Und jetzt sehen wir, maximal haben wir 75,2 M-S erreicht, Minimum 73,3. Und der Durchschnittswert ist bei dem 5 Schuss bei 74,2. Wenn man sich jetzt das mal ausrechnet, sind glaube ich 75 sind, ja, da habe ich hier so eine kleine App, da zeigt mir genau an, wir haben jetzt Durchschnittswert, haben wir jetzt 74,2 und das sind dann ungefähr 267 km/h, was dieses Geschoss hier erreicht, durchschnittlich, aus so einer 0,5er Joule-Waffe, die frei ist, ziemlich schnell. Jetzt zeige ich euch, wieso das so wichtig ist, dass das Gewicht stimmt. Wenn wir jetzt nämlich hier mal auf Armor gehen und jetzt das Gewicht erhöhen, dann sehen wir sofort, dass die Joule-Angabe nämlich steigen tut. Dann sind wir nämlich jetzt nicht mehr bei 0,5, sondern bei 0,8. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch wirklich das richtige Gewicht eingeben. Wenn wir das Gewicht jetzt nämlich noch auf 5 erhöhen, also auf 5 Gramm, dann sind wir nämlich schon bei 1,34 Joule. Das heißt, es spielt hier wirklich eine Rolle. Wenn ich jetzt nämlich auf dem Gewicht und ich sage, die BBs wiegen 5 Gramm statt 2, wie angegeben, und jetzt einen Schuss durchführe,
Achtet mal auf die Joule-Angabe dann. Dann sind es nämlich plötzlich nicht mehr 0,5, sondern dann sind wir bei 1,37. Und dann ist das Ergebnis natürlich nicht mehr korrekt. Das heißt, dass wir die... Oh, jetzt habe ich es gerade ausgeschaltet, außersehen. Jetzt seht ihr, dass wir im Handy aber noch immer noch unsere Einstellung haben. Jetzt wurden wir rausgeschmissen aus dem Gerät. Und auch auf dem Handy ist es jetzt futsch. Bevor ihr das Gerät ausschaltet, unbedingt speichern. Ganz wichtig. Wir werden es noch mal kurz machen. Ich will aber noch mal kurz die Grammzahl ändern und euch zeigen, dass es hier am Handy genauso leicht ist. Zack. Und schon sind wir auf 2 Gramm wieder. Und jetzt machen wir das noch mal eben und machen noch mal 5 Schuss. Was ich noch dazu sagen möchte ist, es macht auch keinen Vorteil, wenn ihr das Geschoss leichter macht, als tatsächlich ist, weil dann ist es so, dass die Joule-Angabe sinkt. Das heißt, wenn wir jetzt statt 2 Gramm jetzt mal kurz nur 1 Gramm eingeben und das auf 1 Gramm ändern und jetzt mal einen Schuss abgeben, dann haben wir weniger Joule. Dann haben wir nämlich nur noch 0,28 Joule und das ist natürlich eine falsche Angabe. Das heißt, wir ändern das wieder auf 2 Gramm, weil so ist es nämlich korrekt. Und jetzt machen wir nochmal 5 Schuss. Es spielt auch nicht großartig eine Rolle, ob wir mit der Waffe hier vorne oder weiter weg sind. Ich werde das auch nochmal kurz demonstrieren. Jetzt schießen wir von ganz weit weg. Und jetzt schieße ich nochmal von ganz nah dran. Das spielt absolut keine Rolle. Der Wert bleibt, beziehungsweise der Wert so, wie die Waffe schießt, bleibt gleich. So, das waren jetzt wieder 5 Schuss. Und wir sehen, wir haben fast eine Konstante von 0,55 Joule. Anfangs hatten wir 0,56. Ansonsten haben wir jetzt hier unsere gespeicherten Joule. Das sehen wir hier auch nochmal hier. Maximal 74,7 und Minimum 73,9. Durchschnitt wieder 74,2. Jetzt können wir hier auf dem Handy, wenn wir diesen Wert behalten wollen, auf Safe. Jetzt möchte ich euch aber nochmal hier kurz die andere Sache zeigen. Und zwar können wir uns auf der App hier so eine Kurve anzeigen lassen. Wieso das RPM nicht funktioniert, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich müsste mal kurz einen Blick in die Anleitung werfen. Messgeschwindigkeit für die Feuergeschwindigkeit, also das RPM, ist erst ab 100 möglich. Und vielleicht schafft das Geschoss diese Angaben nicht oder diese Erfüllung nicht. Kann ich euch nicht sagen. Das müssen wir im weiteren Verlauf dann testen mit anderen Geschossen. Auf jeden Fall, die 0,5 Joule schafft es nicht. Wir sehen hier ein schönes Diagramm. Und jetzt probieren wir nochmal was aus. Und dafür lade ich nochmal 5 Schuss. So, wir haben nochmal 5 Schuss geladen. Und jetzt achten wir mal auf das Diagramm hier vom Handy. Und ich schieße mal hier durch. Und wie wir sehen, das Diagramm ändert sich. Ich versuche das mal irgendwie so, dass die Waffe nicht davor ist. Achte mal auf das Diagramm. Na, da sind wir leer. Und jetzt sehen wir, dass sich das Diagramm geändert hat und wir auch mal hier einen Einbruch hatten, weil das Ganze unter unserem Parameter war. Und ja, das wird hier auch alles angezeigt. Ich finde das in der App sehr interessant. Ach, Minimum waren 70,9 nur. Deswegen haben wir diesen Einbruch hier. Ich finde aber schön, dass wir uns das auch per Kurve anzeigen lassen können. Wenn wir wieder auf die normale, dann sehen wir hier nochmal von Schuss 1 bis den letzten Schuss unsere Werte. Hier haben wir genau 0,5 Joule erreicht, wie vom Hersteller angegeben. Ich finde das nicht schlecht. Also ist okay. Jetzt gehen wir auf Save. Und jetzt können wir hier Namen eingeben und jetzt sagen wir zum Beispiel, das, was wir hier getestet haben, waren jetzt 6 mm mit 2 Gramm. Drücken auf OK. So, jetzt haben wir es gespeichert. Jetzt gehen wir mal auf Löschen, Daten löschen. Jetzt haben wir die Daten gelöscht. Auch im Gerät werden die Daten gelöscht. Ist jetzt alles weg. Und jetzt müssten wir hier und da... Aufnahmezeichnung, genau hier unten, können wir jetzt hier rauf, zack, und können uns unsere Daten nochmal anzeigen. Also ich finde das mega gut. Können wir durchklicken, können wir uns irgendwas anzeigen lassen. Ah, wir können zum Beispiel, ach hier, guck, ach, das ist ja praktisch. FT-S.
Ein Moment. 73. Ne, ich dachte, das wäre die genaue kmh-Anzahl. Das wäre ja schon krass. Und Joule können wir uns hier auch oder FTLB anzeigen lassen. Können wir auch noch ändern. Ach so, wir können hier einmal J-CM2. Ah, okay. Denn Joule. Ja, RPM hat sich nichts getan. Die Zeit können wir auch noch sehen. Oh, wir können sogar die Zeit einblenden lassen. In welchem Abschnitt? Das ist ja krass. Ja, kann man sich alles noch angucken nachhinein. Finde ich richtig gut. Und dann können wir auch wieder zurückgehen. Können das Ganze auch löschen. Geschäft laden. Achso, das ist der Shop. Ah, hier sehen wir einmal das AC5000. Lag ich ja doch richtig. Hat auch übrigens nur ein oranges Display. Und hier sehen wir so die ganzen Produkte von denen. Das interessiert uns aber nicht. Gehen wir wieder aufs Gerät. Okay, das hat also auch funktioniert. Ja, ich hoffe, dass ich euch das Gerät so ein bisschen zeigen konnte mit der App zusammen. Ich finde den echt gut. Bis jetzt. Also für die Testwaffe hat das gut funktioniert. Also Airsoft funktionieren wohl, wenn ihr auch die richtigen Angaben der BBs macht. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass die Angaben hier korrekt sind. Und ja, viel verkehrt kann man bei so einem Chronographen eigentlich nicht machen. Es sind immer zwei Lichtschranken, wo das Projektil durchfliegt. Und ja, es gibt auch Fehlmessungen etc. Aber bis jetzt hat das Gerät jeden Schuss, den ich hier gezeigt habe, ohne einen Fehler gezeigt. Finde ich sehr gut, ist ein gutes Anzeichen. Und es ist einfach nicht schwierig bei so einem Chronographen. Einfach zwei Lichtschranken und wie das Gerät aufgebaut ist und. Ich weiß nicht, ob es da so einen großen Unterschied gibt, aber wenn die Technik dahinter in Ordnung ist, dann weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Messungen falsch sind. Daher gehe ich mal davon aus, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Kann ich aber nicht zu 100% versprechen, weil so tief bin ich in der Materie nicht drinne. Und ich verlasse mich einfach darauf, dass das hier stimmt und dass auch hier zum Beispiel diese Software die richtigen Angaben des Herstellers hat und das überstimmt ja schon fast ein. Ja, so viel zum Chronographen, zum AC6000 BT. Danke für das Einschalten. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen und schreibt was in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Testvideo. Euer Laser. Tschüss.